Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo und Dankeschön Video. Vielen, vielen Dank für 8000 Abonnenten, über 8000 Abonnenten. Das freut den Heiko und mich sehr. An der Stelle ein Gruß auch vom Heiko, dass wir endlich diese neue Hürde hier genommen haben, die 8000 Abonnenten. Ja, in letzter Zeit lief es ja ein bisschen schleppend, was den Abo-Anstieg anging, so pro Monat relativ wenig, aber ja, wir sind guter Dinge, dass es jetzt wieder stärker ansteigt. Vielleicht interessieren auch jetzt die Projekte wieder ein bisschen mehr hier mit Anno und auch Thrones of Britannia. An der Stelle sei gesagt, Anno freut mich sehr, dass es sehr, sehr gut ankommt bei euch. Thrones of Britannia geht so, aber das kann ich irgendwie auch ein bisschen nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Es gibt auch extrem viele Let's Plays auf der einen Seite aktuell davon, in ganz YouTube und auf der anderen Seite. Naja, ob das das beste Total War ist, darüber lässt sich so streiten. Und heute kann ich ankündigen, von Heiko wird auch wieder ein Ruse-Video kommen. Da versucht er aktuell auch ein bisschen mehr von zu machen wieder. Ansonsten ist es rein zeitmäßig bei ihm aktuell nicht möglich, weil er mitten in der Klausurenphase steckt, irgendwie ein längeres zusammenhängendes Let's Play zu machen, außer ab und zu mal HUI oder so. Ich weiß jetzt auch nicht so hundertprozentig, was er jetzt in Zukunft auch vorhat. Ich denke auch wieder, also auch weiterhin Ruse, vielleicht ab und zu mal so HUI-Dinger oder sowas. Vielleicht kommt ja auch irgendwann mal wieder Napoleon oder Empire Total War oder sowas von ihm. Das würde mich zum Beispiel sehr freuen, weil das ist auch so eine Sache, die ich öfters schon machen will hier auf dem Kanal. Aber ihr habt ja immer anders entschieden bisher, was natürlich nicht schlimm ist. Genau, also solche Sachen. Und jetzt noch eine wichtige Ankündigung. Wir sind in dem Affiliate-Programm, also in dem Partnerprogramm von Games Planet. Das ist ein deutsch-französischer Key-Händler, Key-Shop. Absolut seriös auf jeden Fall. Und den Link zu diesem Shop findet ihr ab sofort unter den Videos von uns. Hier den Hauptlink. Wenn ihr den nutzt, dann kommt ihr hier auf diese Hauptseite. Das ist immer hier www.gamesplanet.com und so weiter. Slash ref ist gleich Let's Play WG, das sind wir. Ja. Und dann kommt ihr eben auf diese Hauptseite und könnt hier suchen, was auch immer ihr wollt. Sagen wir mal zum Beispiel Stellaris. Genau. Und dann wird jetzt hier ein Cookie bei euch gespeichert. Und wenn ihr jetzt irgendwas hier kaufen würdet, dann würden wir eben ein paar Prozente davon erhalten und damit würdet ihr uns wirklich gut unterstützen und es würde uns auch sehr freuen und für euch bringt es natürlich auch was, denn ihr seht zum Beispiel jetzt diese Stellaris-Edition hier, kostet aktuell, okay, es ist noch ein Sale drauf, zum Beispiel nur 12,99 €. Gehen wir mal woanders drauf, keine Ahnung. Ja, also zum Beispiel, wo ist jetzt gerade zum Beispiel kein richtiger Sale drauf? Ja, hier auf Total War Warhammer irgendwie ein paar Prozent, der hast du immer. Ich glaube, in Steam sind es nur 10%, hier sind es 15% zum Beispiel. Also solche Sachen. Also das könnt ihr immer mal reinschauen. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr ab und zu mal hier was kaufen werdet. Wie gesagt, das Ganze aktuell dann in unseren Beschreibungen dann immer. Also zum Beispiel hier, gell, Europa Universalis zum Beispiel 20% reduziert statt 14. Achso, das ist Europa Universalis 3, Entschuldigung. Universalis 4. Ja, Third Rome, ach, jetzt hat's, ach, egal, keine Ahnung. Auf jeden Fall, aber ihr seht es hier zum Beispiel 10% reduziert. Im Gegensatz zu Steam ist das hier immer. Und wenn da oben noch so ein Blitz ist, dann insgesamt noch irgendeine Sale-Aktion oder so. Genau, also, wie gesagt, würde uns sehr freuen. Ansonsten, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir auch an Projekten mal machen könnten, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und ich kann versprechen, es wird auch bald ein neues Projektformat hier auf unserem Kanal erscheinen, das es bisher noch nie so gab, und zwar ein bisschen so real-life-mäßig. Und da werde ich vielleicht mal zu irgendwelchen Museen gehen oder an irgendwelche anderen Stellen und so und dann ein bisschen was aufnehmen und zusammenschneiden und so weiter. Da könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so finden würdet. Ich habe da schon so ein paar Ziele vor Augen und hoffe, dass man dann auch zum Beispiel Filmen und Fotos machen darf und so weiter. Und dann wäre das, glaube ich, eine ganz, ganz coole Sache. Also, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit unseren Let's Plays. Bis dahin, mach's gut. Ciao, Leute.